Hallo, herzlich willkommen, Isaac. Pepper ist dabei. Sag hallo. Jurette. Ja. Dritter Versuch, The Last am Stück. Ich habe mir übrigens diese Dinger da installiert. Ah, das. Ich hatte überlegt, ob ich dir irgendwo mal von erzählen, aber ich wusste nicht, ob du das mögen würdest oder nicht. Finde das super. Ich finde es mega ekelhaft, dass die Herzen einfach komplett useless werden bei The Last. Das ist nicht schlimmer. Ja. Und während das dann doch irgendwo ein bisschen OP sein kann, The Last, ist es aber auch sehr needed. Yeah. Also Jan, wie war dein Tag? Ich habe geschlafen, ich habe Minecraft gespielt mit dir und einem Special Guest, der Mittwoch, glaube ich, dazu kommen sollte. Ja. Okay. Und jetzt spiele ich mein Favorite Game mit meinem Favorite Fast Bruder. Oh Gott. Ja, und du hast einen Lieblingsbruder. Habe einen Favorite Fast Bruder. Soll ich das jetzt positiv oder negativ sehen? Weißt du, es ist mir eigentlich sowas von Wurst. Mir ist es mir richtig Bärchenwurst. Oh, Bärchenwurst wäre krass. Das ist mir richtig Nesquik-Schnitte. Job. Eigentlich mit deinem Job. Okay, wenn du Ich habe Rock tatsächlich Bottom. Nesquik-Schnitten gekauft. Ha? Ich habe tatsächlich Nesquik-Schnitten gekauft letztens. Die Netflix-Schnitten können okay sein, aber ich mag die irgendwie nicht. Was ich aber auch nicht mag, ist Milchschnitte. Also, da habe ich in den letzten Jahren sehr viel Interesse dran verloren. Kind habe ich wirklich gern gefressen. Aber heute irgendwie. Nee, keine Lust. Übrigens, ich bin sehr besorgt darüber, dass ich entweder diese oder nächste Woche Geld kriege. Und nicht, dass ich nicht weiß, wann jetzt. Okay. Warum ist es denn unclear? Weil Freitag der 28. ist und mal kommt am 28. und mal nicht. Mal später. Okay. Es ist hin und wieder, wie sie lustig sind. Als entweder ist Freitag da oder ist es Montag da. Sonst nicht. Ja. Das sollte eigentlich nicht. Sollte. Ja. Oh, come on. Pokémon, ja, catch mal ne, ich und du. In allem, was ich auch Pokémon. tue. Pokémon. Fuck, ich wollte noch in den Dings Challenge Room schauen, ob ich das Item gereload kriege. Mein Bomben sind immer gut, aber. Ja. Nicht, nee, nicht aus dem Raum. Nicht aus dem Raum. Das nehme ich doch gerne mit. Yeah, Damage Down. Also, letzte Ebene war eigentlich so eine Ebene, die reroll ich im Normalfall. Ja, nee, ich habe auch durch Ja, die. ich weiß nicht. Huh? Ich finde die Sprites nicht mehr. Welche Sprite? Ich guck gerade wegen den Pokémon. Oh mein Gott. Übrigens, ich habe mitbekommen, dass Pokémon Uranium geupdatet wurde letztens irgendwann wohl.
Warum kannst du dich eigentlich nicht mehr sprengen? Das ist so. Warum sagt er das schon, macht er das? Ja, und ich sehe doch nicht so viele Custom Sprites. Wow. Ich meine, es gibt. Aber gut, die haben recht viel auf dem Server. Wie viele Pokémon-Fusionen-Sprites gibt es? Aua. Die haben bestimmt ein paar tausend mittlerweile. Hi. Und hart. Übrigens, ich habe immer noch nicht die Giga-Chat-Chest gefunden. Die Giga-Chat-Chest? Infestation, ich nehme kein Damage. Nicht du! Oh, sind cute. Ja, ich werde Little Spear mitnehmen, wenn ich keine Dings mehr zusammenkriegen sollte, aber das ist unwahrscheinlich. Ich mag Little Spear genauso sehr wie jeder andere auch, aber irgendwie. Range? Ja, kann man mal machen. Paul, hast du heute schon Würstchen gegessen? Play-Doh Cookie, gerne. It's like Rainbow, Motherfucker! What? Ich hab ein Rainbow, Motherfucker Cookie. Oh fuck. Ich will doch auf die fucking Alabaster-Box sparen, wenn es die irgendwo im Shop gibt. Ich hab grad ein Sprite-Sheet für die Ultimate Pokémon Infinite Fusion Sprites gefunden. Oh mein Gott. Ich weiß absolut nicht, was das ist. Es ist eine Collection an den ganzen Custom Sprites, die für Pokémon Infinite Fusion bisher gemacht wurden. Okay. Klar. Und es hat zwei Achsen, die bis 300 irgendwas gehen. Oh. Oh. Na, was für ein Sprite von welchem Pokémon hast du gefunden? Ist das sowas wie Mr. Cool? Nein. Das ist besser. Warte. Nein, ich kann's nicht. Oh. Es ist Charmander x Venusaur. Charvisor. Okay, also stell dir vor, du hast einen Venusaur. Ja. Und stell dir vor, du hast das Gesicht von Charmander, aber sehr, sehr breit. Oh, die Soul of Isaac, die haben auch recht frisch freigeschalten. Fisch. Fisch. Die haben jetzt nämlich Fisch freigeschalten. Ich glaube, ich werde die auch gleich benutzen. Oder auch nicht. Hallo, Little Dumpy. Ich glaube, ich werde meine Aussage zurücknehmen. Ich glaube, ich werde doch Pokémon Infinite Fusion spielen. Bevor ich Pokémon Blau durch habe. Yeah. Yeah. Weil ein Spiel mit einem anderen Namen ist, aber mit derselben Story und allem neu anzufangen, ist besser als dasselbe Spiel nur 5 Minuten nachzuholen. Ja. Das ist wahr. Ich verstehe nicht mal wieso, aber ich liebe es. Ich weiß nicht, warum ich den Fehler schon wieder mache, aber ich gehe in den Shop. Okay, der ist Options-Fragezeichen, den will ich nicht unbedingt. Das ist okay. Oh hey, ich hab Pink eingegurbt. Ist das nicht irgendeine Krankheit? Was? Was ist eine Krankheit? Geil. Wow. Ich glaube, das ist so, wenn Auge drumherum entzündet ist oder sowas. Also was ähnliches. Ich glaube, das hat auf jeden Fall damit zu tun. Lang oder kurz. Naja, keine Ahnung, ich bin kein Biologe. Ich versuche gerade die ganzen
Sind Ärzte Biologen oder Chemiker? Vielleicht bald. Oder sind es doch Zoologen? Ich glaube am ehesten Zoologen, ne? Weil Menschen sind ja auch irgendwo Tiere. Irgendwo, yeah. Menschen sind Tiere, Punkt. Das sind keine Sprites, das sind andere, das sind auch nur Glorified Sprites, wie im normalen Dude. Ich bin ein Uga Buga. Übrigens, wenn ich mir vom Pretty Mod für Friday Night Funkin' der Madness anhöre, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich Tricky Uga Buga brüllen höre zwischendurch. Weil ich bin mir unsicher, ob das wirklich ein Uga Buga sein soll, aber ich liebe es. Uga Buga Tricky. Uga Biki. Wow. Was? Devil Deals oder Angel Deals? Angel. Obwohl okay. Du bist lost, ne? Ja. Dann fuck it. Devil Deals? Ja. Ich würde überlegen, Rotten Baby zu nehmen. Wenn ich nicht Soul of Isaac hätte. Okay. Ich glaube, ich will 4 Shot. Ne, was war das andere? Page, ich will 4 Shot. Ich liebe 4 Shot. Was will ich suchen? Ich hab absolut nicht genug für irgendwas. So, weiter. Toll! Wie war dein Tag so? Würdest du tagsüber mit K schreiben? Oh, ich hab Bot gefunden. Hallo! Würdest du das so unterschreiben, Pavol? Aha! Ich brauch eine Erlaubnis für den Wandertag. Würdest du sie mir unterschreiben? Ja, mein Jung. Lehrer sagte, mein Papa muss meine Aufgaben unterschreiben. By the way, es sind zwar Sprite-Sheets und so, aber damit du die Sprites von den Jungs bekommst, müsstest du das Sprite-Sheet downloaden und jeden einzelnen Sprite so selber runterkopieren. Oh. Little Dumpy hat mir sehr oft das Leben gerettet. Also öfter als sonst. Hey. Was? Ich glaube, bevor ich da wirklich irgendwas downloaden würde, mache ich mir einfach meinen eigenen Sprite. Oder suche mir halt die spezifischen raus, die ich für mein Team brauche. Ja. Weil, holy fuck, ich will keine, wer weiß, wie viele tausend Sprites downloaden. Ja. Ding ist, oh mein Gott. Obwohl es natürlich schon nett wäre, halt überall Custom Shit zu haben. Little fucking Dumpy und Bad Cat, oh shit. Little Dumpy wurde aber genervt. Ja, aber er hat mich heute öfter gerettet als jemals zuvor. Tja. Ja, wenn er genervt wird, ist er noch mehr Dumpy. Oh mein Gott, ich habe gerade statt neuer Ordner neuer Döner gelesen. Wie kommst du von Ordner auf Döner? Ich meine, dass er im Reinfall oder so. Oh mein Gott, ich wurde gesniped. Holy shit! Sojan. Hä? Huh? Sojan. Was? Jawohl. Ich hab sie geschickt. Soll ich das rerollen? Nein. Oh, ich glaube, ich bin auf die Leertaste gekommen.
Ja. Nein, jetzt hast du kein Chaos mehr, Jan. Wie kannst Chaos, du nur? Chaos, catch me if you can. 48-Hour-Energy. Ja, nicht eben schon. Weil... 48-Energy. Bisschen Aufnahmefähigkeit, genau. Bisschen rerollen, das kann immer schaden. Ja, so spreche ich aus Versehen gesagt, aber dann bin ich damit gerollt. Ich bin mir nicht sicher, ob Infinite Fusion bei mir funktionieren will. Es gibt übrigens wegen diesem einen Lag-Ding einen Patch für solche Spiele. Wegen dem einen was? Wegen diesem einen Lag-Ding, was das, was ich zum Beispiel bei Dings hatte. Uranium. Der RGSS-Script ist da. Okay, jetzt hab ich Schlüssel. Wait, das ist RPG-Simulator, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich. Ah. Ah. Naja, ich habe ja letztens PC resettet und ich wusste nicht mehr, ob ich da jetzt irgendwas downloaden muss oder nicht. Ich meine, so noch Google zu ein Tutorial. Hey, Damage up. Ja. Und ein Pierce up. Ui. Ich glaube, der Rainbow Play-Doh Cookie oder wie auch immer das Ding heißt, ist mein Lieblings Rainbow Effect Item. Mein, der Fruitcake und die $3 Bills sind ganz nett. Das LGBT Baby oder wie auch immer das hieß. Nee. Rainbow Baby hieß das, glaube ich, sogar. Aber fucking Play-Doh Cookie ist stark und wenig Risiko. Ich glaube, ich bin lieber das. Okay, more of the void, dankeschön. Klar, Explosivo nehme ich gerne mit. Oh mein Gott. Ja. Infinite Fusion 5.0 ist noch in der Beta. Das heißt? Und es ist verdammt verbuggt. Ah. Bei manchen Leuten lädt es innerhalb von einer Minute und es ist spielbar. Und bei manchen, ja, warte 15 Minuten, vielleicht funktioniert es dann. Warte 5 Minuten, dann mal gucken. Nein, 15 Minuten. Ich dachte 15. Hast du nicht 5 gesagt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf jeden Fall vorhatte, 15 zu sagen. Das Vorhaben, Alter. Ja, jedenfalls, die meisten Leute sagen, yo, spiel lieber die vorherige Version, wenn du Probleme hast. Ja, wenn du Probleme hast. Und man kann es noch nicht fixen. Nein. Ja. I hate my life. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. Wiener. I'm Gordon Freeman. Ich hab morgen free, man. Hey Jan, wie lange geht dein Run schon? Der geht 12 Minuten. Ich hab noch eine ganz gute Chance für den Boss Rush. Ich hätte nämlich überlegt, ob ich denn jetzt gleich einmal kurz weg bin. Klar. So duschen und sowas. Und dann werde ich hoffen, dass das Spiel in der Zeit gestartet hat. Mhm.
Ansonsten werde ich. Wäh. Dann wirst du wohl wahrscheinlich. Wäh. Was war eigentlich in deinem Tainted Treasure Room? The Nail habe ich dann aber rerollt wegen. Weil ich ja schon den Leviathan habe und so. Also in deinem Tainted Treasure Room war The Nail? Chaos. Oh. Das Break den Tainted Treasure Room, verstehe. Mann, ich weiß nicht, ich ah! Hast du es gehört bei mir noch? Ich hab keinen Schrei gehört. Es ist gerade mit voller Lautstärke. Du weißt? Ja, ich glaube das Spiel ist an. Ich glaube auch. Okay, nein, er zeigt mir gerade die ganze Zeit. Bist du dir auch sicher, dass das Spiel an ist? Ich wollte gerade sagen, er zeigt mir die ganze Zeit Custom Fusions und dann kommen so ein fucking. Oh Gott, wie heißt das nochmal? Vorentwicklung von Hypno und Seal fusionieren sich und es wird einfach zu so einem fetten gelben Stück Scheiße, was all seine Flossen verloren hat. Das ist ein Stück Scheiß, was all seine Flossen verloren hat. Oh, das ist eine schöne Beschreibung. Oh, I can see forever. Hi. Du kannst für immer sehen? Er kann für immer sehen, Pavol. Pavol ist schon weg. I can see. Okay, Pavol ist noch da. Hi. I can see. Eis. Während die Bordner sehr nette Idee ist, sind mir die Elf Lack lieber. Übrigens, was mir aufgefallen ist, Bandy hat eine sehr komische Mausklickspeed. Ich habe das extra erhöht über das Limit. Ja doch, ich habe separat auf meinem Laptop die Lautstärke, Sensitivity nochmal hochgestellt. Nee. Und es war immer noch viel zu langsam. Möglich, dass das so ein Quirk davon ist, dass ich es gecrackt habe, um zu sehen, ob ich es auf meinem Laptop spielen kann, aber. Alter, Infinite Fusion hat jetzt mehrere Difficulties, Jan. Du meinst so wie in Pokémon Black and White 2. Alter, auf Easy hast du den permanenten XP All wie in modernen Games? Okay, ich werde nicht auf Easy spielen. Auf Normal hast du Basic Shit, aber das Spiel war generell ein wenig weird mit Leveling und so. Ja. Und auf Hard haben die Gegner eine bessere AI. Und also ich denke mal auf Clover Level AI vielleicht sogar schon, was kräftig ist. Ja. Und du siehst nicht, in was für Pokémon die rein switchen. Oh. Vielleicht wird's auf Hard. Normal und Reverse. In Reverse Mode all the fusions used by trainers are flipped. So if a trainer normally has Pikachu Head, Bulbasaur Body, Fusion in Normal Mode, he will have Bulbasaur Head and Pikachu Body fused in Reverse Mode. Wow, ich habe gerade meine Schlüssel verdoppelt. Wollen wir nicht duschen gehen? Ja, aber jetzt hat Pokémon gestartet. Und es ist fucking sick, Alter. Hier ist so viel Shit neu. Du bist ein Stinktier. Nein, du! Mein. Ja? Ja, du büffelst. Ich büffel. Du büffel nicht. Ich büffel Pfosten. Ich büffel doch nicht. Nee, du lernst doch nicht. Ja, ich weiß. Du lernst echt nie. Warum zum Fix sollte ich lernen? Immer muss man dir alles zehnmal sagen. Was bringt mir die Scheiße? Warum sollte ich lernen? Damit du keine Menace to Society bist.
Ich wurde gerade auf Twitter auf einem Dragon Ball Porn Bild geaddet. Ja, sag das in der Aufnahme. Nein. Es juckt. Ich weiß aber auch gar nicht, warum ich da geaddet wurde. Ich weiß auch gar nicht von wem. Nee. Was ich jetzt gern wissen würde, gehst du jetzt duschen oder gehst du nicht duschen? Ha? Was ich jetzt wissen will, gehst du duschen oder gehst du jetzt nicht duschen? Ah ja, entscheide ich noch. Entscheide ich noch. Yeah. Yeah, boy. Stinkt dir forever. Yeah, stinkt dir forever. Stinkt dir forever. Wohin mir für immer. Stinkt dir für immer. Ring. Die Sonne. Will ich nicht. Okay, langsam könnte man drüber nachdenken, den Dingen zu machen. Ich werde ihn machen. Yeah. Angel D. Ringjob. Oh, hey. Oh, hey. Ich meine, zum Bossrush werde ich es nicht mehr schaffen, fällt mir gerade ein. Ein, auf. Ja, ich weiß. Bitch. Aber ist okay. Man muss nicht immer einen Bossrush Run machen. Auch wenn es mit The Lost sehr, sehr angenehm wäre. Bei der Mod. Dran. Dings Room. Tainted Treasure Room war gerade im Endeffekt ein Pentagramm für mich. Oh. Ich meine, ich hätte auch die Spider-Mod stattdessen kriegen können, aber ich habe lieber so rerollt. Weil tote Gegner sind besser als Gegner, bei denen ich weiß, wie lange sie noch leben. Ja, welchen Starter soll ich nehmen? Welche gibt es? Die Generation 1 Starter. Ich mag Glumanda, weil ich das Gefühl habe, besonders in einem Fusionsraum-Hack könnte Glurak die cooleren Fusionen bringen. Venusaur ist aber generell so eine coolere Basis, dadurch, dass es so ein Tank ist. Aber fucking Blastoise. Holy shit, einfach Bowser. Ich meine, Charmander ist, Glurak ist Basic Bitch Boy, deswegen wird es wahrscheinlich die meisten, oder unter, mit die meisten Fusionen haben. Ja. Also. Would you like to nickname the Charmander? Would you like to nickname your child? Yes. Gen 1er. Nimm mein Kind jetzt, Bitch. Machen so Dinge wie Infinite. Dein oder? Ah? Macht Infinite Fusion. Ich hab nur Macht Infinite Fusion verstanden, der Rest war auch. Macht Infinite Fusion, neue Pokémon mit ein wie. Das erste, was mir einfällt, ist Filori, also sag ich Filori. Nein. Schade. Okay. Ich glaube, du hast bis Generation 3 alles drin. Und da halt ein paar Special-Dinger. Okay. Aber ja, das sind immer noch 400 Pokémon. Was? Und 400 mal 400 ist sehr viel. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als 400 mal 400.
Ha? Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als 400 mal 400. Weil die auch in beide Richtungen fusioniert werden können. Weil. Technisch gesehen, ja. Wenn du Body und Head als Differenz so angibst, dann nochmal mal 2, ja. Dann ist 400 mal 400 mal 2. Okay. Das heißt, ganze 24.000 Varianten. Das ist eine ganze Menge. Nee, das ist eine halbe Menge. Das ist eine doppelte Menge. Little AA. Little AA. Mein Rival so. Yo, Squirtzor! Der erste Custom Sprite. Wow. Warum hat mein Charmander kein Backsprite? Das ist eine gute Frage, aber der Typ hat doch einfach die beiden Starter zusammengefused, ne? Die beiden restlichen. Ja. Ist das nicht unfair? Es ist sehr unfair, er zerstört mich gerade. Jo, Monstros zahlen! Hallo Monstro. Aua, hätte ich nicht tun sollen. Bist du nicht. Monstro? Hey, nee, das da war Monstro, der Kumpel da. I don't believe it! Dance? Why? Mein Urgroßonkel war ein sehr großer Philosoph. Könntest du jetzt endlich den Müll rausbringen? Warum? Wow. Welchen solchen Dummheiten mag ich, Family Guy? Confusion wird jetzt minimiert und gemutet und hey, ich geh duschen! Ich lasse eine Jogurette übrig, okay? Ich will eine Jogurette haben. Okay. Komm morgen einfach, ja. Ist heute Samstag oder Sonntag? Samstag, ne? Heute ist Samstag, ja. Ja, ich fahr morgen bei dir vorbei. Ich weiß nicht, ob ich da noch da bin. Soll ich da einfach einen reinschmeißen im Bus? Yeah. Ich hab zum Boss dann gesprochen, so, yo, ist hier ein Jan klein? Sorry, ich hab dich gerade fast aus Versehen gededost. Ach was. Warte, hast du dich schon mal selber gededost auf dem Channel? Ja. Warte mal. Glaube ich. Okay, gut. Hab ich mitgezählt. Oh, das tut weh. Das Interesse, was aus Depressionen rauskommt, das sollte auch weh tun. Ich bin mir sicher, dass das absolut idiotisch ist. Und mir egal. Es ist wirklich, wirklich dumm, ja. Und mir egal. Oh, hey, 4 Items. Aua. Dich will ich. Dich will ich. Auch wieder rerollen. Dich will ich und. Klar, dich nehme ich mit. Ich hätte jetzt gern diesen Sacrificial Altar. Mama! Hilf mir! Klar, warum nicht? So. Noch ist alles im hellgrünen Bereich. Noch ist alles im gebutterten Bereich. Erdbeerbereich. Ja, so circa. Jetzt muss ich den Goldraum suchen. Fuck. Das kann ich auch gut checken. Jo. hier kann ich nochmal rerollen. Ein
Seraphim. Und weiter. Nicht gut. Also nicht unbedingt. Also langsam wäre es nett, den Goldraum zu finden. Also sehr nett. Oh hey. Sun meine ich Sohn. Yeah. Oh, ich hab 99 München fast. Fuck. So, zeig mal her, was hast du denn hier unten? Und damit ab. So. Und conjoined. Und die restlichen Münzen will ich einfach mal einfahren. Moment, haben wir gleich. So. Robo Baby. Klar. Ich bin der große Begleiter. Ich bin der Avatar, der Herr der Begleiter. Ich hab schon. Oh hey, Münzen. Ich hätte wahrscheinlich auf die nächste Ebene mitnehmen sollen, aber ist egal. Und natürlich ist es der. Alter, ich hab keine Ahnung, ich brauche mich gerade auf so einen geilen Döner habe. Und ihr werdet überrascht sein, wie wenig Geld ich dafür habe. So, dann rerollen wir mal das Item in der Bibliothek. Okay, ich kann nicht. Mother Run. Ich weiß es nicht. Moment, schauen wir mal, was The Last freischaltet. The Last Isaac. So. Rebirth the Key. So. Sind wir bei den Unlocks. Unlocks. So. Isaac und Blue Baby geben Isaacs Heart und The Body. Mega Satan gibt das White Baby, was ein Core Baby ist, glaube ich. Delirium gibt eine Holy Card. Ich glaube, ich will Delirium versuchen und dann. Ja, ich will Delirium versuchen, geht damit über Isaac und Isaacs Heart. Also über Isaac und Blue Baby. Echt dumm. Ich nehme das Polaroid, weil ich da lang will, und dann lege ich eine Bombe, um hier rauszukommen. Tut mir leid. Vielleicht bin ich eigentlich. Das bringt absolut nichts mehr. Ich hätte vorher sterben müssen. Na egal. Naja, egal. Sacrifice Room wäre sehr, sehr freundlich im Spiel. So, komm mit. Meinst du, das schaffe ich es auch nicht mehr? Müsste ich jetzt beide Ebenen in weniger als einer Minute schaffen, glaube ich sogar. Wenn nicht sogar in der Minuszahl an Zeit, was nicht schlecht geht. Wenn ich in Physik aufgepasst habe.
bei den ganzen Physikvideos auf YouTube. Das fand ich gut. Hey. So, da ich sowieso nicht mal in die Alabasterbox gekommen, glaube ich. Ich hab gehofft, dass er das Secret Room ist, aber das Secret Room nicht. War ein Versuch wert. Ich werde doch hin und wieder mit Maw of the Void arbeiten. Ich will wirklich, wirklich gern Devil Heal kriegen. Ein Angel Heal. Was ist eigentlich euer Lieblings-Fastfood? Döner, türkische Pizza? Okay, Döner ist türkische Pizza, nur ein bisschen anders. Burger, generell Pizza, ja. Lieblings-Fastfood, das ist die Frage des Tages. Ich muss zwischen Chicken Burger und Döner unterscheiden und ich werde auf den Döner mit Pommes in die Runde werfen, aber mir ist nicht unsicher sein, ob ich das jetzt so stehen lassen will oder nicht. Ich mag Döner mit Fleisch mit Pommes, aber so ein ganzer Döner mit Pommes irgendwie. Naja, mal gucken. The Fool. Wir werden gegen den kleinen Fred kämpfen. Gegen den Fred. Gegen Mr. Fred. Carlos. Wäre schön gewesen. Wobei ich habe keinen Trinket oder so, von daher. Macht mich generell nur gegen Spikes, also von daher. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ich suche. Achso, ja, Sacrifice Room. Weil einen brauche ich auf den nächsten beiden Ebenen noch. Also insgesamt. Ansonsten habe ich ein ziemlich großes Problem. Das ist kein Sacrifice Room. Das ist nicht mal was ähnliches. Eine fucking Proptosis. Ja. Proptosis ist ein Runwinner-Item. Bis heute. Braucht nur Range und ist alles gut. So. Ja, ich bleib dabei, dass das hier wahrscheinlich eine bessere Idee war. Als aus der Tür rauszugehen. Ich bin dumm, das war eine dümmere Idee. So. Rustic Key. Ja. Klar. I can see forever, klar. Herauszufinden, wer das Secret Room genau. Oder Super Secret Room ist nicht schlecht. Gefunden. Black Tooth. 3% Chance zu Poison Tooth TS. Ja, ich glaube, das ist besser. So. Mr. Fred! Da ist er! Der Mr. Fred! War eine kräftige Zähl. Technology Zero? Absolut ja. Ach so, stimmt. Ich erinnere mich. So, nächste Ebene. Es ist kein Geheimnis, dass ich gegen das Herz bekämpfen werde. Werde alle Herzen brauchen, die ich kriegen kann. Also Dankeschön. Und jede Range, die ich kriegen kann, ist auch gut.
Weil jetzt ist Proptosis scheiße, irgendwie. Ich meine, der Damage, den ich austeile, der ist insgesamt höher, aber... Das ist, Okay, nein. Aua. Aber danke. Oh, bitte, 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 Classroom. Nee, Sacrifice Room. Weil je mehr Bosse ich mache, desto mehr, desto größer ist die Chance, dass ich letztendlich zu Delirium kommen kann. Ja, so oder so ähnlich. Moment, lass mich mal da oben lang gehen, denn da könnte eine Sackgasse sein. Tour of Diamonds. Klar. Kann ja sein, dass ich noch eine. Dass ich noch irgendwie Dingens kriege, das Item, wo man Damage für Geld kriegt. Something's wrong will ich nicht mitnehmen. Ich wusste, ich hätte dann lieber gerne gehen sollen. Aber naja. Jetzt werde ich Boss machen. Spiel mitnehmen. Boss machen. Also beziehungsweise noch nicht Boss machen. Ich dachte, denn das Wahnsinn. Ja. Das Fuß ist ganz nett. Kürzt das Ganze ein bisschen ab. Sollte der Sacrifice Room hier nicht sein. Der ist auch nicht hier. Also werde ich einmal das machen. Und Geld. Ich werde noch diese Seite der Ebene zu Ende machen, in der Hoffnung, dass da Dinge drauf kommt. Noch ein bisschen Herz. Aber danach gehe ich dann wahrscheinlich direkt zum Boss. Weil nochmal so weit latschen, das ist echt nicht schön. Oh hey, hier ist noch ein Herz. Nerz. Aua. So, So. Ja. Moment. Ja. Angel die Chance. Bitte. Erhöht Angel die Chance. Ja. Teleport zum Angel Deal. Yeah. Red Key. So. Den Red Key werde ich leider rerollen müssen. In ein absolut fantastisches Item. Und das hier. Wir haben gut was rausgekriegt. Wir haben gut was rausgekriegt. Jetzt bin ich aber sehr neugierig, was der letzte Raum da ist. Könnte das ein Miniboss sein? Ich weiß es nicht. Something's wrong, wenn wir da einsetzen. Wenn da ein Miniboss ist, wenn nicht, dann ja. Dann nicht. Ich kann es auch so hier einsetzen. Mach den Braten jetzt auch nicht fett. Oh, so ein geiler Schweinbraten. So. So, hier war nichts weiter. Gehen wir da hin. So, ich möchte daran erinnern, Hauptziel ist Delirium. Ja. Falls Mega Satan. Was war bei Mega Satan? So. Da war nur ein Koop Baby, glaube ich. So ein Koop-Baby, kann auch mal freischalten. Ich meine, wir müssen mit Lost im Endeffekt alles machen.
Also, so ist nicht. Aber ich würde halt gerne. Ich würde halt trotzdem gerne Delirium in diesem Run machen. Und wenn ich jetzt ein Delirium-Portal kriege bei Isaac, dann muss ich das nehmen. Es ist nämlich absolut nicht garantiert, dass ich jetzt noch Delirium kriege, weil die fucking Holy Card ist so, so wichtig. Gerade für jeden einzelnen Run. Das. Da kriegst du halt einen One-Hit von jedem pro Karte. Darfst du dich dann einmal treffen lassen. Was mit Tainted Lost einfach OP ist. Tainted Lost ist wie The Lost nur ohne Holy Mantle. Aber mit besseren Items dafür, glaube ich. Angry Fly würde ich nicht nehmen, aber wenn hier was Gutes rauskommt. Bowser hat mich gut durch Dinge durchgecarried damals. Oh. Tschüss. Oder auch nicht. Ich glaube, ich muss jetzt die Blume treffen. Kann das? Ja, ich glaube, das kann. Ich werde aber noch Dingens machen in Isaac. Denn, ja, wir sind jetzt hier, also. Ja. Den Finger nehme ich immer gern mit. Head of the Keeper würde ich gerne rerollen. Nein, nein, nein! Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den noch hinkriege. Das ist so unangenehm jetzt. Aber hey, Herr of the Keeper. Kann ich nicht meinen anderen Run Rear haben? Genau. Ja. Ich wollte ihn nicht mal austauschen. Komm schon. Ich habe nicht mal mehr einen guten Damage. Habe ich Spoonbänder irgendwo? Oh ja, ich habe Spoonbänder. Naja, wenigstens das. Wenigstens das. Hey, mit Soul of Isaac. Sehr gut. Ich nehme an, ich habe keinen Pyromaniac. Was das Ganze ziemlich unangenehm macht. Trotzdem bin ich jetzt mega salty. Das soll echt nicht sein. Nee, ich glaube, so schaffe ich Delirium nicht. Ich bin mit mir, dass ich so Delirium nicht schaffen werde. Naja, machen wir Isaac und dann versuchen wir trotzdem nochmal zu Delirium zu kommen. Vielleicht. Vielleicht wird ja alles gut. Ne, wenigstens ist der Zahn noch da. Und ich meine, Sacrifice Room. Danke, Spiel. Finde ich schön.
Merkt man, dass ich genervt bin? Ich hoffe nicht. Ach, das ist mir auch egal. Nee, da habe ich auch keinen Bock mehr. Mal, was kann ich da rauskriegen? Geld. Punkt. Haben wir gleich. Weil es könnte auch was werden mit Delirium. Naja. Wir versuchen es einfach mal und gut ist. Nur eine Sekunde haben wir gleich. So. Ja, also ich fahre schön für dich. Und nee, das geht mir nicht an. Tu ich mir absolut nicht an. Ich habe gar nichts zu tun, das würde ich überlegen. Wow. Ich hoffe, dass bei einem der Boss of Pyromania rauskommt. Gibt es nicht. Ich nehme hier nicht mal Damage. Ich kann das nicht. Fucking Unaufmerksamkeit. Naja, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke, wenn wir in der nächsten Folge von was auch immer ihr anklickt. Bis dann. Ciao. Mittwoch gibt es einen Special Guest bei Minecraft. Bis dann.